Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SCP-07-Fans, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel am 29. Spieltag. Also man sieht, wir kommen dem Ende der Saison doch ziemlich nahe. Wir sind zu Gast beim SV Sandhausen am Sonntag um 13.30 Uhr. Sandhausen ist aktuell Tabellenletzter, hat zuletzt aber auch auswärts gewinnen können. Machen sich natürlich Hoffnung, nochmal wieder zu gewinnen, um gegebenenfalls auch das Tabellenende zu verlassen. Wie wir das Spiel angehen, welche Perspektiven sich ergeben, kann uns der Trainer sagen. Bitte, Lukas, deine Vorschau. Ja, vielen Dank, Matthias, Entschuldigung, und hallo in die Runde. Ja, ist der Klassiker, wenn du dann zu einer Mannschaft fährst, denen das Wasser bis zum Hals steht, dann sind es einfach ganz, ganz enge, eklige Spiele, gerade auswärts, gerade in Sandhausen. Und du musst bereit sein, das anzunehmen. Gleichzeitig darf die Erwartungshaltung nicht zu hoch sein. Erwartungshaltung innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins, irgendwo auch bei den Fans, bei allen Sympathisanten, weil die Erwartungshaltung nämlich meistens die ist, dass es zur Halbzeit irgendwie 3-0 steht, und aus einer Erwartungshaltung entsteht eine gewisse Enttäuschung. Durch diese Enttäuschung wirst du dann schlechter auf dem Feld, und ich möchte da einfach als negatives Beispiel das Spiel in Regensburg heranführen, denn die erste Halbzeit war unterm Strich in Ordnung, die war nicht top, aber wir hatten so diese Erwartungshaltung, wir müssen da irgendwie 2-0 zur Halbzeit führen und den Gegner an die Wand spielen. Fakt war, wir waren die bessere Mannschaft, wir haben nicht zugelassen, und dann wirst du so ein wenig nervös, machst einen Fehler, zack, steht es 0-1, und dann beißt du dir irgendwann die Zähne aus, es entstehen gar keine Räume. Das wird die große Herausforderung sein in Sandhausen, eben eine Dynamik aufs Feld zu bekommen, eine gewisse Kontrolle auf der anderen Seite und Geduld, wenn sie angebracht ist, um dann am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das Spiel geht 90 Minuten, beginnt bei 0-0, und wenn wir das 1-0 in der 90. plus 2 machen, dann nehmen wir das gerne mit, denn es gibt kein Gesetz, welches besagt, dass der SC Paderborn beim Tabellenletzten in Sandhausen automatisch als Sieger vom Platz geht, sondern wir brauchen eine reife Leistung, wir brauchen eine engagierte Leistung und ganz, ganz viel Energie. Vielen Dank erstmal. Ja, Lukas, vielen Dank für dein Eingangsstatement. Wir machen die Fragerunde. Matthias Reichstein, Licht los. Herr Kwasniok, Sie haben nichts zum Personal gesagt. Klaas hat nicht schon die Tage gesagt, der fällt erstmal aus. Pieringer auch nicht. Kam sonst noch irgendwas dazu? Nö, deswegen habe ich mal meinen Schnabel gehalten. Keine weiteren Informationen seit vorgestern. Alle Spieler waren heute auf dem Feld. Normal 11 gegen 11 auch spielen können. Hat sich keiner verletzt, keine Wehwehchen. Und insofern gehe ich davon aus, dass mir alle Spieler am Sonntag zur Verfügung stehen. Haben Sie schon entschieden, wer zu Hause bleiben muss? Nee, ich habe aber auch noch nicht entschieden, wer spielt. Und da gibt es schon noch ein paar Fragezeichen. Hängt auch damit zusammen, dass wir gestern eben frei gemacht haben, weil es eine lange Trainingswoche ist. Und da weißt du nie genau, was passiert. Wir haben heute auch nicht A11 gegen B11 gespielt, sondern jeder konnte sich nochmal zeigen. Ich bin echt noch weit weg von der Startelf. Auch wenn man sagen muss, wir haben das schon ganz ordentlich gemacht gegen Hansa Rostock, bis auf vielleicht die Phase so ab der 10. bis zur 20. Minute. Und deswegen wird es höchstwahrscheinlich jetzt keine Mega-Umstellung geben. Und auch kadertechnisch jetzt ist nicht zu befürchten, dass ich 4 Spieler jetzt auf einmal streiche, die letzten Mal dabei waren. Eine Frage noch zu Marcel Melem, der wird wohl nicht spielen, ist verletzt, wenn man das so richtig lesen konnte im Internet. Trotz alledem, haben Sie mit ihm mal Kontakt aufgenommen, und wie sieht das jetzt aus? Das Leihgeschäft endet ja Ende der Saison. Was haben Sie so vor mit ihm? Also zum einen, Cello hätte auch so nicht spielen dürfen. Einen Vertragsdetail kann ich sicherlich mitteilen, dass Sie auch was zu schreiben haben. Das war Teil des Deals, ist ja klar, der kann ja nicht nach Sandhausen gehen. Für mich war das klar, Benny Weber hat es auch so gesehen, dass er nach Sandhausen geht, dann weißt du nicht, wie die Entwicklung sein wird. Hast du irgendwie ein Spiel, wo es für uns um alles geht, für die um alles, und ja, ist unser Spieler, und ich wollte ihn jetzt nicht im Trikot des SV Sandhausen gegen uns jubeln sehen. Ja, und was die Planung für die kommende Saison angeht, ist alles offen. Er ist unser Spieler, er hat hier noch ein Jahr Vertrag, und wir wollten, dass er natürlich mehr Einsatzzeit bekommt durch die Rückkehr von Kai Klefisch. Wie dann die Konstellation nächstes Jahr auf der 6 aussehen wird, das wissen wir einfach noch nicht. Gibt es einfach viele Fragezeichen. Wir werden schauen, was passiert. Aktuell ist er
Austausch überschaubar. Wir hatten uns aber hier in Paderborn gesehen. Er war an einem freien Tag mal da und hat die Jungs besucht. Und ich glaube, dass er sich in Sandhausen sehr wohl fühlt, weil dort auch natürlich eine gewisse Heimatnähe vorhanden ist. Aber glauben Sie mal eins, er sagt, die Mannschaft, die wir hier haben, so eine Gemeinschaft, das ist echt eine ganz, ganz besondere. Und er ist schon gerne Teil von uns und wir werden ihn auch wieder mit offenen Armen empfangen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Gegner Sandhausen. Wo sehen Sie da die Gefahr? Was macht die dann besonders stark? Könnten Sie die dem SCP wehtun dann? Naja, besonders stark kann man natürlich jetzt so nicht sagen, wenn sie gerade das Tabellenende irgendwie besetzen, aber man muss schon einfach auch sagen, ich kann mich an ein Spiel erinnern, eben auch unter der Regie von Kleppo, damals zusammen mit Kulowitz, da haben sie den HSV zu Hause einfach weggeatmet. Einfach weggeatmet. Ich glaube, das ist 3-0 ausgegangen. Der HSV hatte damals noch die Chance auf den Aufstieg. Und das ist der SV Sandhausen, so wie Sie sich ihn vorstellen, so wie Kleppo ihn sich vorstellt. Und ich freue mich auf die Begegnung mit ihm. Ich habe damals hospitiert in meiner Fußballlehrerzeit beim SV Sandhausen, noch unter Kenan Kocak, und habe Kleppo als äußerst sympathischen Menschen kennengelernt. Aber der ist halt Sandhäuser durch und durch mittlerweile. Und der wird die Jungs schon so einstellen, dass die genau das Gleiche mit uns machen wollen, wie sie das damals gegen den HSV auch hinbekommen haben. Und sie haben den Klassenerhalt damals gefeiert, da haben auch nicht so viele Menschen an sie geglaubt. Und es ist kein Zufall, glaube ich, dass sie jetzt dann diese Trumpfkarte Kleppinger ziehen und in Magdeburg gewinnen. Und sie werden uns mit Aggressivität, mit Körperkontakt, mit Zweikampfhärte begegnen und versuchen uns eben auch wegzuatmen. Und wir brauchen Spielkontrolle. Wir sind nämlich dann immer gut, wenn wir das Spiel kontrollieren können. Und wir werden sehen, welche der beiden Strategien sich am Ende unterm Strich durchsetzen wird. Zu dem besagten Fragezeichen, die Sie eben erwähnt haben, was sind so Positionen, wo dann wirklich auch noch unklar ist, wer spielt und wer könnte gegebenenfalls auch, ne, in die Startelf rücken? Boah. Ja, schwer ist, auf einzelne Positionen einzugehen, weil ja ein Julian Nustwan, wenn der eine Position verlässt beispielsweise und eine Schiene verlässt und in den Halbraum geht, verändert sich ja automatisch ganz, ganz viel. Brauchst du wieder dort einen Spieler, holst du dann einen aus der Innenverteidigung raus. Deswegen auf eine einzelne Position das zu beziehen, ist echt nicht ganz so easy bei mir, weil ich dann schon auch schaue, wo hat der Gegner vielleicht auch seine Schwächen. Und ja, wir müssen überlegen, macht das Sinn, mit dem Linksfuß links zu beginnen und Rechtsfuß rechts beispielsweise, oder erst im Verlauf des Spiels bringst du gleich einen großen Stürmer. Also es gibt überall noch kleine Fragezeichen und ich bin mir relativ sicher, dass wir im Verlauf des morgigen Tages aus Fragezeichen Ausrufezeichen machen können. Aber es wäre auf jeden Fall auch eine Option, dass Julian beispielsweise dann nach vorne in den Halbraum rückt, vielleicht Hoffmeier dann auf die Schiene. Dass Ach, es ist so, dass der Julian Nussmann bis auf Innenverteidiger überall irgendwie eingesetzt werden kann. Neuner wahrscheinlich auch nicht, da trifft er das Tor zu selten. Aber es ist schon so, dass so eine Allzweckwaffe, so wie Maximilian Rossi auch ist und viele andere Jungs auch. Und wir wollen diese Flexibilität uns bewahren. Das hat uns ausgezeichnet, hat uns eben auch, glaube ich, stark gemacht. Und insofern möchte ich natürlich nicht ganz so viel preisgeben am heutigen Tage. Dann trotzdem vielleicht noch eine Frage zu Felix Platte. Wäre er schon bereit für einen Startelf-Einsatz? Oder? Ja, er hat ja gesagt, er ist bei 100%. Das geht ja meistens ganz, ganz schnell bei den Spielern. Ja, die sind ja oftmals 8 Wochen verletzt, dann trainieren sie 4x100%. Aber beim Felix ist es schon auch so, dass er natürlich auch nicht über mega Laufumfänge kommt, sondern er ist ein präsenter Spieler in der Box. Und die Frage wird halt sein, schaffen wir es, das Spiel schnell in die gegnerische Hälfte zu bekommen oder nicht? Und da bin ich mir selbst ja noch nicht ganz so sicher. Da spielt auch ein Gegner mit und die werden das versuchen, eben vielleicht auch zu unterbinden. Und das weißt du halt vor dem Spiel nicht ganz genau. Insofern ist das eine offene Frage und die Antwort ist auch offen. Quasi noch vielleicht noch eine Frage, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Die U20-WM ist jetzt neu vergeben worden, ist in Argentinien jetzt, steht zumindest im Kicker, 20. Mai bis 11. Juni. Hm. Was ist mit Baschte? Darf der jetzt da hin oder ist das Thema immer noch nicht entschieden? Wie ist der Stand? Ich glaube schon, dass es was ganz Legitimes ist, dass
der Verein, der am Ende darüber entscheiden kann, sich da ganz, ganz viele Gedanken macht. Und ich glaube, es ist auf der einen Seite eine absolut einmalige Chance für so einen jungen Spieler, denn die Wahrscheinlichkeit, mal als englischer Nationalspieler an einem ganz, ganz großen Turnier teilzunehmen, die ist trotz seiner Qualitäten dennoch überschaubar. Und auf der anderen Seite haben wir eigene Interessen. Und die eigenen Interessen wollen wir natürlich so lange wie möglich auch verfolgen. Und ich glaube, das wird schon ein Unterschied sein, ob wir jetzt aus den nächsten drei Spielen 9 Punkte holen und vielleicht nochmal schnuppern dürfen an einer ganz, ganz großen Sensation, oder ob wir eben mit wenig Punkten herausgehen und der Zug vielleicht nach oben tendenziell eher abgefahren ist. Und ich glaube, dass dann die Entscheidung erst gefällt wird, wenn wir das absehen können. Und deswegen können wir das jetzt aktuell nicht sagen. Für ihn persönlich würde ich es mir wünschen, denn so ehrlich muss man ja auch sein. Als wir den Spieler verpflichtet haben, haben wir gewusst, dass der U20-Nationalspieler Englands ist. Insofern war die Wahrscheinlichkeit, dass er da auch eingeladen wird, insbesondere nachdem er jetzt ein Tor gemacht hat, für sein Heimatland, für seine Three Lions, dann muss man schon auch den Mensch irgendwo in den Mittelpunkt stellen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir vor dieser schwierigen Entscheidung in 2,5, 3 Wochen stehen, ob wir ihn gehen lassen oder nicht. So, ich sehe zunächst keine Fragen mehr. Dann kommen wir nochmal zu den Dingen rund um das Spiel. Wir gehen davon aus, dass 300 Fans die Mannschaft begleiten werden. Am Spieltag wird es auch eine Tageskasse geben, die öffnet um 12 Uhr, sodass Kurzentschlossene, auch Wettervorhersagen sind ja gar nicht so schlecht, sich das dann überlegen können, loszufahren und auch vor Ort noch ganz sicher eine Karte bekommen werden. So, nochmal ein Blick in die Runde. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Dann vielen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz und der Mannschaft die bestmögliche Vorbereitung auf das Spiel. Dankeschön.